Zeiten gehabt, wie gerade leben, weil jetzt zum Beispiel in den Tropen würde es jetzt jeden Tag so regnen, und zwar ein oder zwei Stunden lang. Und das haben wir jetzt zum Glück hier nicht. Ja. Lies eine Kurzgeschichte vor, um dich zu unterhalten. Können wir gleich weitermachen mit dem Programm. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem alle hören. Ja, geht, ne? Ich habe hier ein paar Zeilen geschrieben von Harald Welzer, 56. Dieser Mann lehrt am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und veröffentlichte zuletzt mit Klaus Leggevi das Ende der Welt, wie sie es kannten. Wie wir es kannten. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Und dieser Mensch hat ein paar Zeilen zur Rettung der Welt geschrieben. Was Sie sofort tun können, 10 Empfehlungen. Beginnen Sie, einfache Fragen zu stellen. Hören Sie auf, Europapolitikern zu glauben. Nutzen Sie Ihre Handlungsspielräume. Haben Sie Spaß dabei. Die Rettung der Welt zu mitmachen in 10 Empfehlungen. Erstens, selber denken. Zweitens. Zweitens, trauen Sie endlich Ihrem Gefühl, dass um Sie herum ein großes Illusionstheater stattfindet. Die Kulissen simulieren Stabilität, aber das Stück ist eine Farce. Immerfort treten dicke Männer auf und brüllen Wachstum. Spekulanten spielen Länderdomino und dauernd tänzeln Nummerngirls mit Katastrophenbildern über die Bühne. Das Publikum ist genervt und wütend, bleibt gleichwohl bis zum Ende der Vorstellung sitzen. Aber wann wird das wohl kommen? Drittens. Verlassen Sie besser die Vorstellung und beginnen Sie ganz einfache Fragen zu stellen. Zum Beispiel, warum muss man immer mehr arbeiten, wenn man immer mehr arbeitet? Warum werden die Schulden größer, wenn immer mehr gespart wird? Warum schrumpft alles andere, wenn die Wirtschaft wächst? Viertens, suchen Sie zusammen mit Ihren Freundinnen und Freunden nach Antworten. Zum Beispiel, weil alle Idioten auch mehr arbeiten, weil das Gesparte in fremde Taschen wandert, weil viele börsennotierte Unternehmen staatsferne Parallelgesellschaften bilden. Fünftens, beschließen Sie, ab sofort nicht mehr mitzumachen, falls Ihre Antworten Sie beunruhigen. Sechstens, fangen Sie damit an, aufzuhören. Hören Sie auf, Europapolitikern zu glauben. Hören Sie erst recht auf, Wirtschaftsforschungsinstituten zu glauben. Und hören Sie um Gottes Willen damit auf, sich widerspruchslos erzählen zu lassen, irgendeine Entscheidung sei alternativlos gewesen. So etwas gibt es nicht in der Demokratie. Siebtens, wenn Sie jetzt soweit sind, dass Sie nicht mehr jeden Blödsinn tolerieren, nutzen Sie Ihre Handlungsspielräume. Sie leben in einem der reichsten Länder der Erde. Sie sind hervorragend ausgebildet. Sie haben Spaß am Leben und finden sich ganz gut. Warum zum Teufel machen Sie jeden Tag dasselbe und nie etwas anderes? Achtens, wie Sie Ihre Spielräume nutzen sollen, schauen Sie sich einfach an, was andere machen. Es gibt noch unglaublich tolle Ansätze und Projekte. Energiegenossenschaften, Nachbarschaftsgärten, fairen Konsum, lokale Währungen, großartige Stiftungen, Unternehmen, die sich dem Wachstumszwang verweigern. Schreiben Sie politischer, falls Sie Journalist sind. Forschen Sie für eine andere Zukunft, falls Sie in der Wissenschaft sind. Wechseln Sie die Pausenthemen, falls Sie am Band arbeiten. Kaufen Sie anders ein, falls Sie ein Restaurant haben. Fragen Sie, wo der Fisch herkommt, wenn Sie essen gehen. Interessieren Sie sich für die Zukunft Ihrer Schüler, falls Sie Lehrerin oder Lehrer sind. Fusionieren Sie mit einem Kindergarten, wenn Sie ein Seniorenheim leiten. Denken Sie an Zöllenfeuer, wenn Sie einem der 4 großen Energiekonzerne vorstehen. Produzieren Sie Cradle to Cradle, wenn Sie eine Fabrik besitzen. Riskieren Sie etwas, wenn Sie sich für intellektuell halten. Neuntens, versuchen Sie irgendwo dazuzugehören, wo Sie stolz sagen können, wir machen das anders. Zum Beispiel eine Kultur der Achtsamkeit entwickeln. Ideen interessanter finden als Erfahrung. Nicht auf Kosten anderer leben oder was Ihnen sonst noch einfällt. Zukunftsfähig zu sein bedeutet das Gegenteil vom Business as usual. Lernend, fehlerfreundlich, reversibel zu handeln. Zehntens, bilden Sie Labore der Zukunft und haben Sie Spaß dabei. Vergessen Sie das 5 vor 12 Blablabla der Ökobewegung und das Gerede von der Weltgemeinschaft und der Notwendigkeit globaler Lösungen. Niemand hat an Ihrer Wiege gestanden und mit hohler Stimme gesagt,
Du bist zu uns gekommen, um die Welt zu retten. Es genügt völlig, wenn sie beginnen, mit ihrem Leben, ihren Lieben und ihrem Land verantwortungsvoll und zukunftsfähig umzugehen. Das aber bitte gleich. Stornieren Sie Ihre nächste blöde Flugreise. Sie wollen da sowieso nicht hin. Bestellen Sie Ihr nächstes Auto erst gar nicht. Es wird Sie unglücklicher machen, weil Sie glaubten, es mache Sie glücklicher. Kaufen Sie nichts mehr, was zu billig ist. Denn dann hat irgendjemand zu wenig bekommen. Säbeln Sie in Ihre Weihnachtsgans und teilen Sie Ihren Kindern oder Enkeln mit, dass Sie ab jetzt Ihr Leben ändern werden. Das wird Ihnen helfen, es tatsächlich zu tun. Denn jetzt können Sie nicht mehr zurück. Danke. Ja, hi Leute. Ich habe auch was mitgebracht. Kleine Rede. Drei. Folgendes. Also, das ist auch gerade sehr gut, dass wir hier so nah zusammenstehen. Moment. Lass mal was rausholen. Das ist schwer. Also, das hier. Ich bin Elektriker. Habe ich schon mitgebracht. Das ist ein kleines Symbol. Und ich finde, wir haben was mit dem gemeinsam. Und ja, ich habe das auch mal. Ich habe das mal aufgemalt. Also, so ist das Schaltbild. Und das Ding heißt Resistor. Also ein R. Und ich finde, wir sind auf jeden Fall auch ein Resistor. Und wir haben auch das Recht dazu, also Artikel 20 Absatz 4, das Recht auf Widerstand gegen jeden, der die freiheitliche, demokratische Grundordnung gefährdet. Und das sind so einige. Das sind wir für Schirm. Sechs Mann da drunter. Ja. Und ich möchte dazu noch Bertolt Brecht zitieren. Das kennt bestimmt schon jeder. Bertolt Brecht möchte ich zitieren. Oh, das hört man nicht. Ja. Und zwar sagte der mal, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und hier stehen wir. Und ich wollte noch sagen, wir sind auf jeden Fall alle eins, also wir sind alle Widerstand. Die Orga genauso wie jeder Zuschauer und jeder, der hier mitmacht und jeder, der sich selber Gedanken macht. Und es gibt drei Kategorien von Menschen, habe ich mal gehört. Und ich hoffe, dass wir uns bald alle zu den Letzten zählen. Und zwar gibt es die Unbeweglichen, dann gibt es die Beweglichen und es gibt die, die sich verdammt nochmal bewegen. Und das sind wir. Ja, das war's. Ja, Leute. Ich muss auch wieder vom Tisch und was zu machen. Wie wird das gerade genau überhaupt? Ja, so ein wunderschöner Sommerregen, der hat doch auch was. In der guten alten Zeit, wo ich noch nicht gelebt habe. Die es nie gab, meinst du? Okay, also ich hätte jetzt eine Kurzgeschichte, die hat eigentlich mehr mit dem Bewusstsein zu tun. Es ist eine Szene in einer Bar. Zwei Typen, die sich über ihre Arbeit unterhalten. Vom Alter liegen sie in den Mitzwanzigern, vom Optischen irgendwo zwischen Bankangestellten und Calvin Klein Model. Sie unterhalten sich über Zahlen, über ihre Erfolge und anderer Misserfolge, Einsen und Nullen. Und so unterhalten sie sich auch über die weiblichen Angestellten, Einsen und Nullen. Sie lachen, denken sie. Ein alterer Kerl sitzt nicht fern ab, auch an der Theke. Er hat einen Bart, jedoch nicht in dieser Hipster-Mode-Monotonologie. Der Bart ist eigen, wurde oft gekraut. Sein Blick ist geschafft, hat viel gesehen. Er beobachtet die beiden, während er sein Biergediegen zu sich nimmt und die Zigarette in Ruhe ausgemischt. Qualm entflieht aus seinen Nasenlöchern, als seine Augen die aalglatten Hände der jungen Anzüge entdecken. So glatt, dass alles an ihnen abrutscht und nicht zu festhalten kann. Er muss schmunzeln, während er hört, wie abwertend die beiden aalglatten Anzüge über ihre Umgebung und ihre Umgebungen reden. Seine Hände hingegen sind rissig und alt. Sie haben viel repariert, denn während seiner Tätigkeit als Schreiner musste er viel tragen, greifen, drücken und halten. Er kommt aus einer Zeit,
in der alles, was nicht funktionierte, nicht direkt weggeschmissen wurde. Es wurde repariert. Man hat sich damit beschäftigt. Diese kaputten Sachen wurden gehalten, an ihnen wurde gedrückt und gegriffen. Und zu guter Letzt haben sie wieder beigetragen, zu funktionieren. Sie waren ein Teil des großen Ganzen. Und so sieht der krausige Bart mit dem geschafften Blick auf eine Verbindung zwischen den kaputten Dingern, die er reparierte, und der Umgebung, den Umgebenden der allglatten Anzüge, über die wie mit Zahlen gewertet wird. Er rückt näher zu den beiden Anzügen, will sich ihnen mitteilen, sich austauschen und vielleicht dazu beitragen, dass sie sich bewusst mit dem, womit sie sich umgeben, beschäftigen. Doch sie beachten ihn kaum, für sie ist er eine Null. Er rutscht an ihnen genauso schnell ab, wie jede einzelne Silbe unbewusst aus ihren Lippen entspringt. Während die Anzüge begnügt lachen und sich abwenden und sich weiter zu profilieren, greift der krausige Bart mit dem geschafften Blick erneut zum Bier und sieht erneut seine rissige und alte Hand. Er fragt sich, ob er eine Null sei, der er nie eine Eins sein wollte. Nicht in einer Welt, die sich so stark auf Konkurrenzkampf erinnert hat. Solchen Einsen wollte er nie angehören. Doch ist aus ihm eine Null geworden? Sein Blick wirkt geschaffter und sein restliches Bier wird in einem Zug ausgetrunken. Die aalglatten Anzüge haben sich während dieser Gedankenreise des krausigen Bartes über einiges unterhalten. Smartphones, Partys, Autos, Anzüge, Frauen, asoziale Menschen auf RTL, wie toll Berlin doch ist, Sport und Geld. Die Kellnerin wird hergewunken, denn sie wollen mit einem Kotzen auf sich selbst anstoßen. Sie ist wunderschön aus einer Natürlichkeit heraus, ohne sich sonderlich hervorzuheben. Ihr Blick ist entschlossen und ihre Haut ist fein und glatt, wohingegen ihre Hände sicher die Flaschen und Gläser bewegen. Anmutig wie sie ist, wird sie natürlich direkt von beiden Einzelnen angebaggert. Sie konnte und gekonnt, während sie die Kurzen serviert. Allglatt belächeln die beiden Anzüge die Kellnerin, dass sie selbst schuld sei, da sie sich diesen Job ausgesucht habe und sich mit solchen Kerlen auseinandersetzen müsse. Da setzt sich die Kellnerin zwischen die einzelnen Anzüge und den krausigen Bart und erzählt von ihrem Job. Mit Menschen zu arbeiten, sie zu beobachten, wenn sie geschafft von ihrer Arbeit kommen und sich ihr Feierabend hier gönnen. Ihr Fake-Gesicht ablassen, dass ihr das schon in der Schulzeit aufgefallen sei, dass sie denkt, wir würden dazu erzogen, solch ein Fake-Gesicht zu erstellen, um in dieser Welt zu funktionieren und selbst vor den anderen dahinter zu verstecken. Manche besser, andere schlechter. Manche erkennen sich selbst nicht, da sie denken, ihr Fake-Gesicht sei echt, so wie diese Welt, die man durch so eine Maske sehen würde. Gefüllt mit Smartphones, Partys, Autos, Anzügen, Frauen, asozialen Menschen auf RTL, dem wunderschönen Berlin oder sogar dem einzigartigen New York. Sie glaubt, dass es damals nicht so war. Sie spricht von Werten, die allgegenwärtig waren. Sie drückt ihre starken Hände mit der sanften Haut auf die Hände des krausigen Bartes und fragt, ob er noch ein Bier trinken wollen würde. Er lächelt und nickt. Die beiden Anzüge schauen irritiert und verstehen nicht ganz. Sie lachen und trinken halt auf allgegenwärtige Werte und verlassen die Bar, nachdem sie angestoßen haben. Der krausige Bart äxt ein Bier, dreht sich eine Zigarette und wirft der Kellnerin einen Abschiedsblick zu, bevor auch er die Bar verlässt. Da steht sie nun, unsere Kellnerin, und wischt ab. Sie räumt hinter vermeintlichen Einsen und einer vermeintlichen Null auf. Während sie sich ihre Zigarette dreht, muss sie grinsen. Warum werden wir nie erfahren, dass diese Szene hier endet? Und nun steht er hier, der Text, bei Facebook. Ein Ring von Einsen und Nullen, Smartphones, Partys, Autos, Anzügen, Frauen, asozialen Menschen auf RTL, dem wunderschönen Berlin oder sogar dem einzigartigen New York. Getippt mit einer Tastatur, sodass du ihn lesen kannst, hier im weltweiten Netzwerk. Mancher hat einen Einzelanzugmenschen in sich entdeckt, ein anderer einen aus Nullen gefüllten krausigen Bart mit geschafften Blick. Doch seien wir uns ehrlich, im Prinzip sind wir die Kellnerin, die hinter beiden aufräumt, sich ihre Zigarette dreht und grinst. Sie ist die Unendlichkeit zwischen der Eins und der Null. Und ob das Ganze jetzt hier einen Sinn für dich ergibt oder auch nicht, das bleibt dir überlassen. Keiner weiß, was die Kellnerin mit sich nimmt, wenn sie die Bar schließt, ihre Zigarette raucht und das Ganze rekapituliert. Doch wichtig ist, dass sie grinst, denn sie hat Feierabend und den wird sie sicher wohl verdient haben.